Willkommen zurück zu Empyrean, dem Galactic Survival. Ja, hier vor uns sehen wir, na, wie heißt er denn gleich? Ja, Omikron. Hä? Eine Lichtgestalt? Komisch. Nee, wir werden runterfliegen erstmal. Ich bin schon ein bisschen was an fertig bauen hier. Was machen wir eigentlich hier nochmal mit? 18 Mint machen wir hier. Können wir aber hier noch mit ein bisschen mit durchlaufen lassen. Haben wir eigentlich hier irgendwo Wasser haben wir hier noch mit. Das können wir ja damit auch. Ja, wie gesagt, ich lasse hier ein bisschen was mit durchlaufen schon. Eben, dass ich dann gleich, wenn ich eine vernünftige Stelle habe, da dann gleich mit anfangen kann. Aber machen wir ein bisschen Wasser denn noch nachher mit dazu. Achso, wir brauchen erstmal die Steinsmelze. Oh, naja, ist ja erstmal. Ja, kraft mal ja erstmal durch. Und dann passt das, denke ich mal, schon noch mit. So, komme ich halt mit hoch? Ah, ne. Müssen wir hier. Einfach da aufrichten hier, ein bisschen höher steigen. So. Ne? Achso. Oh, 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 oh. Das ist ja ein schön viel Strom hier. Da können wir gleich doch mal hier 1000 Pellets hier mit hinschaffen. Da machen wir 40 und hier eigentlich auch so viel, wenn das überhaupt macht. So, dann schmeißen wir das hier alles mit rein. Basis, das noch mit. Denn hier zumindest für die ersten paar Stunden mit zum Überleben. Den Rest macht er auch noch mit hier. Kühlschrank macht er da auch noch mit. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, ob wir es aus Stahl machen oder aus Dings. Aber ich werde mir jetzt vorsichtshalber noch ein paar Stahlblöcke noch mit einpacken. Treppen brauche ich eigentlich auch erstmal nicht. Wir haben jetzt 2000, ja. Sollte erstmal soweit reichen. Denke ich doch mal. So, er ist immer ja noch an Ausführen meiner Arbeiten. Ja, auf die Beine warte ich hier zumindest noch. Licht brauchen wir noch nicht unbedingt. Sag ich mal, das ist ja auch noch nicht am Wachsen gewesen. Bloß die drei jetzt hier. Deswegen nehmen wir uns nachher. Haben wir eigentlich schon einen Kühlschrank? Ja, haben wir schon mit. Halt mal. Das können wir nachher noch mit einpacken. Wir fliegen erstmal in Stücke weiter ran. Wir nehmen mal den herkömmlichen Weg. Können wir auch mal gleich gucken, ob hier noch gut, zwei Stück fehlen. Das ist noch nicht so problematisch. So, und dann geht es erstmal wieder ein Stückchen näher ran, dass wir da nicht so weit fliegen müssen. Und dann schauen wir mal runter, Planeten sind doch ganz schön dicht, ey.
Nee, schauen wir mal runter, wo wir uns da niederlassen können. Also haben wir 1500 sollten eigentlich zureichen. Das sollte zureichen. Wo sind wir oben links zwischen den Asteroiden denn da noch mit dazu? So, ja. So geht man vorwärts. Dann machen wir mal hier kurz mal wieder als Jetpack aus. Und dann. Machen wir doch noch ein bisschen Beleuchtung mit. O2 haben wir eigentlich soweit voll. Ein bisschen haben wir hier auch noch mit drinnen. Wie sieht es jetzt hier mit aus? Oh. Haben wir schon hier voll. Dann packen wir hier nochmal 5 Stück rüber. Dass wir hier noch schnell mal Zähne durchkraften können. Und auch immer. Ja, 2 Stück, die da dann rauskommen. Packen wir die hier unten noch mit hin. Dann können wir uns schon was ein bisschen was zu essen mitnehmen hier. Ach, machen wir doch hier einen schön leer. Ja, nehmen wir die Zähne mit. Passt schon so. Aber den können wir auch gleich auch noch den O2-Generator mitnehmen. Das ist ja schon mal, wenn Wasser in der Nähe ist, da. Frachtbox, wo ich erstmal ein bisschen was reinhauen kann. Munitionskiste. Ja, ganz genau. Für die Kanonen hier schätze, dass sie das erstmal eben dementsprechend den Basisstarter schützen. Dass da nichts schief gehen kann. So. Das haben wir. Habe ich da nur 9? Da habe ich noch eine. Und das da noch. Ja. Ich habe so oder so was vergessen, also ist das erstmal zweitrangig jetzt. Achso, Wasser tun wir noch durch craften, dann können wir hier schon mal noch wieder da ein wenig noch mit dazu holen. So, Munition haben wir auch. Dann docken wir uns erstmal hier ab. Und dann geht's Abmarsch nach Omikron. Dann ist ja da schon gleich so ein Teilchen. Dann fliegen wir mal einmal ein bisschen ringsherum hier. Wo haben wir hier eigentlich die Sonne? Da. Da, wo gerade da die Sonne aufgeht. Wie es denn da ausschaut. Dann fliegen wir doch zu dem hin. Das muss ja nun nicht unbedingt sein, aber das ja auch. Aber was soll das da sein? Ist da auch eine Base oder nicht? Da ist auch eine. Ach, Menu, ja. Das gibt es doch nicht.
Hier ist ja noch nicht wirklich so viel Wasser. Ach, schon wieder nicht gefangen hier. Erstmal alles schön entdecken hier. Hier könnten wir eigentlich auch. Ah, hier. Geradeaus einfach. Da hinter dem Hügel, hoffentlich ist da nichts. Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen so aufs Flache mir eine Base bauen. Dass ich das relativ alles im ersten Stock machen bauen kann. Aber es sollte eben auch Wasser mit in der Nähe sein. Das Magnesiumerzlager. Oder haben wir hier überhaupt? Ja, sieht doch so aus, wa? Ach, die Mini, ja. Aber das sind doch Raketenwerfer, wa? Ach Mensch, hier, ja. Ja. Komm. Ja, leg mich hier jetzt. Entschuldigung. Aber ist nur mal. Müssen wir erstmal hier ein bisschen dezimieren. 89 Meter. Und weg ist er oder was? Selber ein bisschen näher rangehen hier. 266 ist das Lara entfernt. Aber, oder kommst du noch mal näher? Scheint ja so, wa? Bam. Das Ding ist einfach nur spitze. Jetpack. Da hinten langsam. Mal hier erstmal ein bisschen Ruhe haben. Ja, kann ich eigentlich jetzt hier auch das alles soweit in den Kühlschrank mitpacken. Da unten haben wir Wasser, dann können wir das hier, ja, zwar nicht schön am Hang, oder können wir das hier einfach so auf der Ebene mitbasteln, was ich so vorhabe. Das können wir damit auf der Ebene basteln, dann holen wir aber unser Raumschiff erstmal mit dahin. Dass wir da das denn eben ein bisschen bei uns haben. Sonst gibt es doch nur wieder Probleme. Ach, jedes Mal muss ich hier aussteigen. Ja. Gibt's doch ja nicht. Bisschen höher hier. Das war ein bisschen hier auf der hier hin das Ganze. Wartet mal. Ach, und jawohl, ich hab sie gekriegt. Yippie. Eine von 30 Mücken. So. So, neue Basis. Den können wir ja gleich mal die Flugmodus anmachen. Na komm hier. Das ist 1, 2.
Schön wäre es eigentlich ebenerdig mal was zu bauen. Fällt mir gerade so ein. Machen wir erstmal hier die Wände. Ja. Erstmal so hier zwei kleine Räume nebeneinander gebaut. Dass man denn da, muss man denn was da vorstellen oder sowas vom Block? Ansonsten ist ja ein bisschen blöde. Das ist doch mal wieder blöde, ey. Na gut, ich kann ja den nachher noch einen Kern bauen und kann dann eben dementsprechend. Ich mache hier erstmal. Erstmal grob was hingebastelt, dass da, jetzt habe ich ja eigentlich schon eine Zweier Höhe, kann ich ja eigentlich hier schon eine Decke drüber zaubern und mache dann eben dementsprechend mir ein paar erstmal Gucklöcher mit rein. Das kannst du dann erstmal nur als Block hier sehen. Dass ich hier überhaupt was habe. Ah, dann kommt schon wieder der nächste angediegert. Kupfererz, Magnesium, kleines Raumschiff. Machen wir erstmal hier. Mit. Ja. Auch hier kommt das kleine Ding hier. Na, schießen wir mal lieber ab da. Sonst. Jawohl, jedoch. Ja, nicht, dass es auf die dumme Gedanken kommt, dann doch mal vorbeizuschauen oder nicht, oder ob das ist dann immer ein bisschen blöde. So, dann müssen wir da ein bisschen ausgraben, dass wir da erstmal ein bisschen was unten drunter bauen können. Hier. Ja. So, ja, kommst du wieder raus hier. Muss mal einen schönen Fußboden hier reinzaubern. Denn muss ich ja auch. Ja, das hier so ein bisschen. Na, kommst du hier. Dass man den ansetzen kann. Dass man das auch von außen nicht so oder wahrnimmt denn nachher. So. Erstmal ein bisschen. Und dann, wenn ich den Keller unten drunter setze, dass man da den neuen Block setzen tut. So.
Das lasse ich erstmal drinnen. Eben mache ich hier noch eine Bodenplatte mit rein. Das können wir gleich noch mitmachen. So, dass wir hier ein bisschen dann hätte ich nämlich die Aufzüge zumindest mitnehmen sollen. Naja. Aber das können wir ja dann noch mit erledigen. Dann kann man zum Beispiel auch dann gleich noch den Oxygengenerator noch mit reinnehmen. So, hier noch ein bisschen die Wand unterfüttert. Ja, du musst da wieder was ganz hoch bauen. Mal wieder typisch. So, haben wir hier noch. Ja. So war das eigentlich nicht gedacht. Das war eher so gedacht gewesen. Dass man da ein bisschen was wegnimmt, dass man das nicht so durchsieht. Und dann hier das schön wegnimmt. Das Ganze dann erstmal hier in Treibstofftank mit hinsetzt. Dann in O2-Tank mit hinsetzt. In. Brauche ich einen kleinen. Hallo? Ja, Generator. So. Dann Frachtbox, eine Munitionskiste, die dann eben dementsprechend gleich so füllt. Nein. Aus. In Kühlschrank. Achso, jetzt muss ich erstmal ganz kurz mal mich zusammenfassen, also mal kurz überlegen, wie ich das machen muss. So, den kann ich dich hier schon mal mit reinnehmen, euch da mit reinnehmen, die Lichter kann ich auch schon mal hier mit anbringen. So, das Ganze mal leer machen, ja. Große Kraftstoffzellen, das schon mit rein. Das Ganze schon mal anschalten, dass das so funktioniert. Und dann schon mal meine zwei Geschütze hier drauf platzieren. Dass die zumindest für für die Drohnen abschussbereit sind. Das ist erstmal so grundlegend hier. Ja. Eine Klonkammer habe ich mir ja nicht gemacht, siehst du mal. Naja, das kann ja noch alles kommen. Dann hole ich mir nämlich von oben Aufzugsblöcke. Und werde mir denn das Ganze hier ausbauen. Ich habe Gatlings, habe ich, sehe ich mal. Ich habe gedacht, ich habe hier Dings Raketenwerfer drin. Naja. Nee, dann erstmal so weit hierzu, zu meiner neuen Basis. Das Ganze wird noch ein bisschen deutlich schöner ausgestaltet. Eben wird relativ viel mit Glas denn gearbeitet werden. Und ich denke mal, es werden verschiedene solche Blöcke entstehen. Und dann eventuell auch ein bisschen runter gemacht. Kann ich ja noch ein bisschen alles gestalten, so wie ich das möchte. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dann, ciao.